haha, witzig. Strahlmunition, Plasma, Stase-Pack. Ja, Stase-Pack. Komm, wir kriegen bestimmt noch genug Stase-Packs. Ich bin mir zu geizig, aber da oben liegt ja noch ein Medipack, von daher ist es okay. So, jetzt nehmen wir uns noch zwei Energieknoten mit. Was hältst du davon? Ah, finde ich gut. So. So. Was ist denn da? Was ruckelt denn da? Das sind doch die Meteoriten-Dinger, die da oben drauf so fallen. Ja, ich weiß. Ja, die sind total krass. Die haben mich auch genervt. Ich habe immer um Ruhe gebeten, aber irgendwie hat mich da keiner verstanden oder so. Die wollten mich nicht verstehen. Die waren total unhöflich auch zu mir. Die haben mich auch nie ausreden lassen. Wo waren wir denn? Wir waren auf 1, ne? Ja, wir waren auf 1. Ja, dann fahren wir mal nochmal runter auf 1. Ja, super. Ja, das dauert wieder ein bisschen länger, aber es ist ja... Wir müssen ja auch weit, 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 weit runterfahren. Was steht denn hier? Danger! Ich kann nichts lesen. Voltage, irgendwas mit... Meine Augen sind doch eigentlich total super. Danger! Voltage, bla bla. Irgendwas, ach egal. Irgendwas mit Strom. Irgendwas mit Vorsicht. Hohe Spannung. Lass die Finger davon, soll das heißen. Ja, mit Strom spielen ist nicht gut. Und mit Feuer und mit Messer und so. Also mit Messern und so auch nicht. Pass doch auf, die Leute sind doch tot. Das ist doch nicht schön. Ja, was soll ich denn machen, wenn sich hier alles bewegt? Weißt du, du stupst die leicht an. Aber die fühlen sich nicht angestupst, sondern irgendwie getreten und geworfen. Ja, ich weiß. Das ist blöd, aber na, oh, Vorsicht! Ja, ich hab's gesehen. Ich bin da fast reingelaufen, danke. Ja, ich weiß. Guck mal nochmal. Nee, ist nix. Ah. Hallo? Ah, wollte nicht, ne? Ja, geh mal. Lass uns mal reingehen und gucken. Ja, lohnt sich doch, oder? Ja, ich glaube auch. Boah, da sind Credits. Boah, das lohnt sich ja voll hier. Ist ja voll cool. So, damit haben wir nämlich die 10.000 jetzt schon raus. Die war gerade, Halbleiter Gold, ja. Damit haben wir die 10.000 schon raus, würde ich sagen, ne? Die wir jetzt gerade verhauen haben hierfür. Guck mal, Credits, Plasma-Energie. Ja, klasse, oder? Ja, das hat sich mal total gelohnt. Das hätte ich auch gemacht. Hast du nichts vergessen? Nö, habe ich nicht. Ja, dann gleich mal nochmal in den nächsten Raum, ne? Ja, ich glaube auch. War hier noch was? Nee, ne? Da oben war nur, da war aber keine Tür. War auf der anderen Seite noch eine Tür? Kannst du dich erinnern? Nee, aber geh vielleicht nochmal gucken. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, gehen wir nochmal gucken, aber... Wuhu! Ja, guck mal, jetzt wäre es fast passiert. Ja, das ist, weil ich mich die ganze Zeit mit dir unterhalte, Susanne. Und dann noch Let's Play. Das ist voll schwer. Ja, Entschuldigung. Macht ja nichts jetzt. Lass uns hier jetzt einfach weiterspielen. Ne? Was war denn da? Nee, da war nur ein Luftschacht. Ach so. Na gut. Aber wir haben nochmal geguckt, ne? Ja, wir haben nochmal geguckt. Und mehr können unsere Abonnenten... Jetzt sage ich schon unsere Abonnenten. Ja, also irgendwie sind das ja auch meine Abonnenten jetzt, ne? Oder nicht? Ja, Susanne, irgendwie sind es auch deine Abonnenten. Wenn es dir jetzt besser geht... Ja, ich finde das voll toll, wenn ich auch Abonnenten hätte. Gibst du mir dann 2, 3 ab? Ja, gut, das sind unsere Abonnenten. Vielleicht kannst du ja jetzt, wie gesagt, öfter mal mitspielen, ne? Ja, das fände ich total klasse. Aber du musst deine Arbeiten dann auch erledigen, ne, am Tag. Ja, klar, ich meine, ich lasse das hier doch nicht so alles rumstehen. Die Wäsche bügelt sich ja auch nicht von alleine, ne? Eigentlich bist du schon ganz toll, Susanne. Ach, danke, das ist das Netteste, was du lange, seit langem zu mir gesagt hast. Pass bloß auf. Oh, guck mal, ein Energieknoten, cool. Riech dich mal ab. Es ist nur ein Energieknoten. Ja, aber ich finde Energieknoten voll toll. Oh, Plasma-Energie. Oh, das Deck hat sich voll gelohnt, ne? Ja, ich glaube auch. Und dann können wir gleich mal nochmal die Energieknoten verteilen gehen, ne? Aber ich glaube, dass hier irgendwas rauskommt. Nee. Also man ist ja auch schon echt paranoid, ne? In dem Spiel irgendwann ist man total paranoid. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe auch einmal ganz kurz geschrien. Das hat mir total leid getan hinterher. Guck mal, da hängt ja noch einer. Da hängen ja zwei.
Das finde ich aber nicht gut. Ich meine, es gibt ja blaue Flecken und so, ne? Und die Leute, die hier runterholen müssen hinterher, die... Glaub mir, die muss keiner mehr runterholen, Susanne. Wieso? Wie erkläre ich dir das jetzt? Wir werden dieses Schiff, naja, wir werden das Schiff zerstören, Susanne, am Ende. Wenn ich die Chance dazu habe, zerstöre ich das Schiff. Aber was ist denn mit den ganzen Familienangehörigen, die hier Leute haben und die tot sind, die wollen doch auch eine Bestattung und so. Glaub mir, die Familienangehörigen, die wollen keine Bestattung mehr, Susanne. Aber das würde ich doch auch wollen. Ja, aber möchtest du denn einen Nekromorphen bestatten? Also ich würde da keinen gesteigerten Wert drauflegen. Achso. Ja, irgendwie hast du ja recht, ne? So, wir fahren jetzt nochmal zur zweiten Ebene und werden kurz die zwei Energieknoten verteilen, ne? Was hältst du davon? Ja, finde ich gut, aber wenn du jetzt gleich, wenn da wieder Nekromorphen sind auf der Brücke, ne, in dieser Brückenhalle, Brückensaal, Dingsbums, ey, dann erschreck dich nicht wieder so. Ich erschreck mich doch auch, ich sitze doch hier direkt daneben, ich krieg den Sound ja voll auf die Ohren. Ah. Susanne, manchmal kannst du einen echt nerven. Ich meine es doch nicht böse. Ich weiß, dass du das nicht böse meinst, aber es ist trotzdem sehr anstrengend mit dir manchmal. Das tut mir leid. Ich will doch auch nur Freunde und so. Kannst du ja auch haben. Aber jetzt werden wir erstmal den Plasma-Cutter leveln, ne? Was hältst du davon? Oder? Oder was möchtest du leveln? Hast du mich gerade gefragt, was ich möchte? Ja? Was möchtest du? Hier, komm. Nutz es aus, wenn ich dir das schon mal sage. Ich weiß nicht genau. Ein Plasma-Cutter wäre ja schon ganz cool, aber der ist ja schon so hochgelevelt, ne? Wie wär's denn, wenn du nochmal das Rick levelst? Ja, meinst du? Ja, finde ich. Level doch nochmal. Ja, das finde ich gut. Weil dann können wir noch mehr einstecken, ne? Guck mal, wir haben jetzt voll viele Rick-Punkte da hinten. Und jetzt können wir uns auch nicht mehr so viel anhaben, ne? Ja, stimmt. Das war eine gute Idee. Und nächstes Mal machen wir noch den Plasma-Cutter fertig, ne? Ja, finde ich auch. Aber wo fährst du jetzt hin? Ich speichere hier nochmal ab und falls wir das gleich nicht mehr schaffen, ne? Für unsere Abonnenten. Ja, ist eine gute Idee, weil dann kannst du schon mal hochfahren und falls du das jetzt nicht mehr schaffst und nun die Festplatte gleich voll ist, wie letztes Mal, es war voll krass, da hat Fraps dann einfach nicht mehr aufgenommen. Und es war voll doof. Du musst mal eine größere Festplatte kaufen, Fee. Ja, würde ich ja gerne, aber ich weiß nicht. Dann müsste ich mir vielleicht eine externe kaufen und das... Ach, Mist. Und das wäre auch blöd und ich weiß auch nicht. Na, du machst das schon, Fee. Ich vertraue dir da. Aber es wäre toll, wenn wir vielleicht mal irgendwie eine Stunde am Stück aufnehmen könnten. Das wäre ganz, 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 ganz klasse. Ach ja, ich werde mich bemühen, Susanne. Man dauert das jetzt ja auch so lange. Ich mag nicht immer so lange warten. Hallo? Was wird das? Ja, oh schön. Da haben wir jetzt Bock lang zu gehen, oder? Ja, aber der lebt doch noch. Den müssen wir doch retten. Susanne, glaub mir. Glaub mir, der lebt nicht mehr richtig. Ja, aber... Susanne, wir gehen jetzt nochmal zurück und verkaufen was, ja? Hier, Tempel. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. War das der von gerade, der da so weggeschlichen ist? Ja, und ich kann dir sagen, Susanne, dass der schon infiziert ist. Woran hast du das gesehen? Ja, du hast doch gesehen. Ich glaube, den haben sie schon infiziert. Und der verwandelt sich gerade in einen Nekromorphen. Ich glaube, so ist das gerade. Das ist aber gar nicht gut. Na, du Fee, ich sollte doch Bescheid sagen. Die 20 Minuten, die sind jetzt gleich voll. Ach so, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt LP mit Fee und morgen mal ohne Susanne, oder? Ja, ich muss ja, ich möchte morgen wieder in den Garten gehen und Blumen pflücken und so, wenn ich darf. Ja klar, kannst du morgen. Dann werde ich hier LP'lern und du kannst ein bisschen rausgehen, ne, spielen. Ja, das wäre ganz toll. Ja, weil die Abonnenten, es gibt ja auch nicht alle Abonnenten mögen dich, weißt du? Wie? Aber mich mag doch jeder. Ja, ich mag dich, naja, bedingt.
Weißt du, du bist manchmal, deine Stimme ist so nervig. Aber ich kann doch auch nichts dafür. Ich weiß, Susanne. Hör mal, ne? Willst du jetzt nicht vielleicht ein bisschen Frühstück machen und ich werde hier einfach abschalten und rendern anfangen und so? Okay, warte. Dann was willst du noch haben? Willst du Pfannkuchen oder Brot? Boah, ja, Pfannkuchen hatte ich schon lange nicht mehr. Das wäre cool. Okay, na dann tschüss, Abonnenten. Und kommt doch mal zum Essen vorbei. Ja, dann sage ich auch tschüss. Bis dann. Und macht's gut.